Trekina steht für hochwertige Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:87 und hat auch zur diesjährigen Spielwarenmesse wieder tolle Neuheiten angekündigt. Originalzitat aus dem Neuheitenkatalog: Wir freuen uns, dass wir 2017 aus dem Vollen schöpfen können. Das nenne ich mal eine Kampfansage. Klar, wir schöpfen aus dem Vollen, weil wir unser Motto verfolgen. Unser Motto für das Jahr 2017, sehen Sie hier, Trekina-Team steht für Blutgruppe H0 positiv, soll zeigen, der Maßstab H0 steckt uns im Blut, wir leben für unsere H0-Modelle. Deshalb möchte ich auch, bevor ich jetzt in 2017 gehe und Ihnen die Neuheiten zeige, möchte ich einen kleinen Rückblick machen in 2016. 2016 war für uns ein Jahr, wir konnten leider nicht alle angekündigten Neuheiten ausliefern, fanden wir sehr schade. Wir hatten 5 Projekte gestartet in 2016, hatten 4 schon zur Messe vorgestellt und konnten leider nur 2 davon ausliefern. Die beiden möchte ich Ihnen jetzt zeigen, sehen Sie schon. Wir haben sie hier auf der Messe dabei. Es ist der Opel Kapitän von 1964 in einer hervorragenden Ausführung, viel Chrom, sehr vorbildgetreu. Modell ist perfekt, steht jetzt hier. Wir rechnen damit, dass wir im April sowas ausliefern können. Zweite Neuheit, die wir verschieben mussten in 2017, das ist die Viererclub-Kabine von Magirus. Auch die ist bereits da, hier auf der Messe zu sehen. Die Britschen-Versionen liefern wir bereits aus. Müsste im Fachhandel schon flächendeckend vertreten sein. Was wir noch nicht haben, sind die Kofferaufbauten. Die werden wir aber schnellstmöglich Ende März, April nachschieben. Lieber Matthias Frank, vielen Dank erstmal für den Nachschub der Neuigkeiten vom vergangenen Jahr. Und jetzt lassen wir uns gemeinsam mal durch die Neuheiten 2017 kämpfen. Mache ich gerne. Wird ein bisschen länger dauern. Da wir 2016 ein bisschen Pech hatten, haben wir gesagt, na, wenn in 2017 wieder 50% der Projekte nichts werden, müssen wir einfach die Anzahl der Projekte verdoppeln. Wir haben also 10 Projekte in Angriff genommen. Die Geschäftsleitung hat nicht gescheut, zusätzliche Gelder frei zu machen. Und ja, es kam, wie es kommen musste oder kommen konnte. Wir freuen uns darüber. Alle 10 Projekte haben bestens funktioniert und deswegen haben wir jetzt ein vollgefülltes Neuheitenprogramm. So, und das wollen wir gleich auch in Wort und Bild zeigen. Genau. Mit was fangen wir an? Fangen wir mit dem DAF an, mit dem kleinsten Fahrzeug. Holland ist für uns ein unheimlich wichtiger Markt. Wir hatten für Holland schon LKWs, DAF-LKWs produziert. Viele Sammler haben uns geschrieben, mach doch mal einen der berühmten DAF-PKW. Haben wir jetzt gemacht. Erste Muster liegen schon hier. Die Karosserie ist als Vorabmuster schon fertig, wird noch ein bisschen bearbeitet. Mit der Auslieferung rechnen wir in der zweiten Jahreshälfte 2017. Und das nächste wäre dann? Das nächste Modell, das ist eine wunderschöne Variante, die wir dieses Jahr gemacht haben. Das ist ein 54er Opel Kapitän mit einem Eriwa Wohnanhänger. Sehr typisch gestaltet. Damals hat man mit den Aufklebern am Heck dokumentiert, wo man überall Urlaub gemacht hat, was man sich leisten konnte, haben wir nachempfunden bei diesem wunderschönen Eriwa Wohnanhänger. Das ist ja schon mal ganz beachtlich, muss ich sagen, dass Sie das hingekriegt haben, diese kleinen Aufkleber hinten dran zu machen, das Typische halt. Ja, das ist auch heute mit der modernsten Technik kein Problem mehr. Sie können da das Schild von Capri lesen, Sie können das Zeichen vom Großglockner lesen. Ist heute nicht mehr so schwierig. Aber da braucht man eine Lupe dazu. Normal kann man es, glaube ich, nicht lesen. Kommt auf die Augen an. Das nächste, die nächste Neuheit wäre? Die nächste Neuheit sind aus dem Rennsportbereich. Wir hatten schon aus den 90er Jahren die Form des BMW 2000, BMW 1800, BMW 1600. War ein Fahrzeug, was im Rennsport sehr große Erfolge eingefahren hat. Haben wir jetzt wieder die Form aktiviert und haben wunderschöne Rennsportvarianten gemacht. Das silberne Modell, nennen wir Schallmauer. Damit hat nämlich Hubert Hane auf dem Nürburgring die legendären 10 Minuten unterboten. Da hat man den Namen also gleich auch mit geklärt, denn ich musste ein bisschen schmunzeln und drüber nachdenken, was hat er jetzt durchbrochen. Okay. Ja, die ganz berühmte 10-Minuten-Marke auf der Nordschleife. So, dann das nächste war auch ein auch sehr interessantes Fahrzeug. Das nächste sind einige Varianten unseres beliebten VW T1-Modells. Haben wir eine unheimlich treue und große Sammlerschar, die uns immer wieder schöne Vorbildfotos zuschicken.
Und die werden wir nicht vergessen, die T1-Freunde. So wird es jedes Jahr auf der Messe wunderschöne neue Varianten vom VW T1 geben. Also nach dem Motto, und läuft. VW halt. VW okay. Eben, ja. Die nächste Neuheit, die Sie vorstellen möchten? Die nächste Neuheit, da freue ich mich, Ihnen den Setra S12 schon im Original zeigen zu können. Die Muster sind erst gestern hier in Deutschland eingetroffen. Setra S12 ist ein beliebter Reisebus gewesen. Setra S12 aus dem Namen, der Name erklärt sich schon selbst. Setra steht für selbsttragend, war damals eine ganz fortschrittliche Karosseriebauweise. Heute nicht mehr wegzudenken, heute sind alle selbsttragende Bauweisen. Und S12 heißt einfach, bezeichnet die Länge, der ist für 12 Sitzreihen gemacht. Der wird bei uns in einer Top-Dekoration kommen, sehen Sie jetzt auch schon am Muster. Sieht man auch, das ist sehr schön aussieht, das Modell. Ja. Das Modell geht auch relativ schnell in die Auslieferung, das erwarten wir schon im Mai. In diesem Jahr. Ja, da ist doch da steht doch ein Frühlingsausflug mit so einem Bus wahrscheinlich nichts mehr im Wege. Richtig. Ja, richtig. So, was geht's weiter in dem Reigen? Es geht weiter mit einem ganz speziellen Mercedes-Taxi-Modell. Richtig. Die hat es tatsächlich so lang gegeben? Die hat die Mercedes-8, die wurden in verlängerter Bauart hergestellt, eben für Taxen oder als Hotelzubringerfahrzeuge. Das Modell gibt es schon länger als Grundmodell. Auch wieder die Version, die wir jetzt hier zeigen, geht auch auf Anregung von vielen Sammlern, die uns eben Bilder geschickt haben. Die berühmte Pascha-Bedruckung. Pascha ist ein großes Bordell in Köln, über die Kölner Grenzen wohl bekannt. Und vielen Sammlern lag daran, das Taxi mit der Pascha-Werbung auch auf der Modellbahn zu zeigen. Wer weiß, warum. Okay, gut. Wollen wir nicht drüber nachdenken. Das nächste Modell ist ebenfalls eine sehr interessante Geschichte. Genau, das nächste Thema betrifft das Thema Hanomag. Mhm. Da haben wir eine Sattelzugmaschine von unserem F45, eine neue Variante gemacht. Den gab es bisher nur als normalen LKW, eben mit Anhänger gibt es jetzt auch als Sattelzugmaschine. Wesentlich noch spektakulärer ist der Hanomag L28, der Kastenwagen. Den hatten wir bisher schon als Koffer- und Pritschenwagen im Programm, aber die geschlossene Kastenform gab es noch nicht. Wurde uns oft bemängelt. Sind wir auch einem Wunsch von Sammlern nachgegangen und zeigen jetzt die Kastenwagen-Versionen. Also ich habe jetzt langsam den Eindruck, dass Sie nur noch Wunschmodelle bauen. Ja, wir haben das Glück, dass wir in einer Branche arbeiten, die sehr emotionell ist. Und wenn jemand was haben möchte, schreibt er uns einen Brief oder eine E-Mail. Und sehr viele Modelle machen wir mittlerweile auf Kundenwunsch, weil es uns einfach ein Anliegen ist, zufriedene Sammler zu haben. Ja. So, dann gehen wir mal weiter in den Sammlerleidenschaften. Dann haben wir. Ja, als nächstes möchte ich Ihnen unseren neuen Jeep zeigen. Die Marke Jeep hat 1963 das erste SUV auf den Markt gebracht. SUV, den Namen gab es damals noch gar nicht. Aber es ist ein Modell, was 1963 gemacht wurde, entwickelt wurde und ungefähr 10 Jahre gebaut werden sollte. Die Tatsache sah anders aus. Das Modell kam so gut an auf dem amerikanischen Markt, dass es bis 1984 gebaut wurde. Also über eine Laufzeit von über 20 Jahren. In der Form? In der Form. Fast nicht modifiziert, lediglich in Kühlergrill und Zierleisten und Chrom geändert. Aber ansonsten die Urform gab es bis 1984. War eine Lücke im H0-Programm, wollten wir einfach ausfüllen. Ist auch ein sehr schönes Modell, also vom Anblick her. Uns ist einfach ein Meilenstein, ja. Das erste SUV, wie gesagt. Ja. Und kommt auch sehr gut an. Mhm. Modell wird schon ausgeliefert zur Messe in 4 verschiedenen Farben. Mhm. So. Sind wir jetzt durch oder kommt noch mehr Kampfansagen? Wir sind noch lange nicht durch. Wir sind noch lange nicht durch. Letztes Jahr haben wir den Scania, die Zugmaschine, gezeigt. Hier war auch wieder Sammlerwunsch. Doch dass die berühmte Frontlenkerkabine von Scania auch auf ein Dreiachs-Zugmaschinengestell zu setzen, haben wir hier gemacht, ist auch gut gelungen. Die Zugmaschinen sind fertig dekoriert hier zum Zeigen. Auslieferung wird Mai, Juni sowas sein. Weiteres beliebtes Thema sind Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR. Ja, da haben wir das ist der beliebte Bikers, der VW Bulli des Ostens, wie auch viele sagen. Auch hier ganz typisch, unheimlich viele Zuschriften mit Wünschen. Wir hatten damals in unserer VEB ein Fahrzeug in Grün mit der Beschriftung. Denkt doch mal drüber nach. Haben wir wieder neue Fahrzeuge gemacht. 2 sehen Sie hier auf dem Bild.
Also die eine als Kastenversion und die andere als Halbbusversion. Ne? Genau, der eine als Halbbusversion und der andere mit dem großen Kofferaufbau, der ein ganz witziges Motiv aus Bitterfeld zeigt, nämlich ein Holzschutzmittel mit einem wunderschönen Holzwurm als Dekoration. So, der B1000 ist ja noch nicht alles gewesen, dann gibt es ja noch ein sehr wunderschönes Fahrzeug, den S4000. Genau, wir haben das Messe-Highlight, was sich als Messe-Highlight herausgestellt hat, was die meiste Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist die Feuerwehr-Drehleiter, die DL25, auf Basis des IFA S4000. Vor Jahren hatten wir schon den Schlauchkraftwagen auf IFA-Basis und es war einfach ganz logisch, dass irgendwann sollte der Feuerwehrzug mal komplettiert werden. Der zweite Baustein ist jetzt da, mit der Drehleiter DL25 schön originalgetreu auszuziehen. Wir haben auch die Seitenstützen beim Fahrzeug, die sind austauschbar, sind beide Stützen dabei. Einmal im Fahrzustand, Sie können sie entfernen und können auch die Stützen montieren, die eben dann ausgeschoben wurden, wenn die Leiter im Einsatz war. Ich denke mal, das Modell wird ja auch nicht ganz erfolglos gelaufen sein, vorher ist ja so, dass der Drehleiter nachschieben konnte. Genau, richtig, ja. So, ja, was gibt es noch? Was können wir denn noch den Abschluss, empfehlen? Den Abschluss möchte ich jetzt bei unserem kleinen Rundgang machen mit unserem Büssing 12.000 Bus. Ja. Auch der Büssing ist ein Fahrzeug, was wir in ähnlicher Form schon mal im Programm hatten. Wir hatten den Büssing 12.000 als LKW, sehr erfolgreich bei uns. Und der Bus steckt da einfach in unseren Köpfen. Das ist ein monumentales Fahrzeug mit drei Achsen, riesige Dimensionen und wir wollten den einfach machen, haben das Projekt gestartet. Das Projekt ist schon relativ weit. Was Sie hier sehen, ist ein 3D-Ausdruck mit den Originaldaten. Nach diesen Daten wird die Form gefertigt werden. Besonders hervorheben möchte ich die Verfahrensweise, wie wir beim Kühlergrill im Frontbereich vorgehen. Der Kühlergrill wird plastisch nach hinten versetzt dargestellt, wie im Original, dass man eben schön die Struktur des Kühlergrills hervorheben kann. Und als i-Tüpfelchen kommt dann vorne aufgesetzt ein fotogeätztes Metallteil, die Büssing-Spinne. Leicht erhoben, dass ein bisschen Tiefe entsteht. Das wird also ein neuer Meilenstein in der H0-Technik sein. Wir freuen uns drauf. Wir können es uns schon vorstellen, viele von Ihnen auch. Aber sehen können Sie das Modell schätzungsweise im August, September dieses Jahr. Lieber Matthias Frank, es ist nicht nur eine Kampfansage, sondern tatsächlich, so wie es hier steht, Blutgruppe H0 positiv. Vielen Dank für die Ausführung, vielen Dank für die Neuheiten im mehr oder weniger Schnelldurchflug. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken, auch bei Ihnen auf den Webseiten. Die Zuschauer sind natürlich aufgefordert, da auch mal nachzugucken. Natürlich auch beim Modellbahnshop Lippe kann man ebenfalls nachgucken und auch die Modelle entsprechend bestellen. Vielen Dank für die Ausführung, viel Erfolg für die Messe und bis zum nächsten Jahr. Ich bedanke mich für den Besuch, schließe mich an, bis zum nächsten Jahr. Schönen Dank. Tschüss.